Hey, es ist Tagani Productions mit einem neuen Review über das Set 7869 Battle for Geonosis. Kommen wir zur Schachtel. Ihr seht eine Special Edition. Hier sind die Figuren: Luminara und Ali und Uli. Captain Rex, Super Battle Droid mit dem Rocket Launcher und zweimal normale Droiden. Hier haben wir die Protonenkanone mit einem Schuss. Entschuldigung. Ein Speeder mit Luminara und Uli. Hier Captain Rex und hier Droiden, wo Captain Rex sind. Hier. So, seht ihr die ganze Schachtel. Und hier das Neuzeichen für neu. Also diese Figur ist neu. Hier haben wir sie von dieser Seite. Von dieser. Und dieser, ja. Neu, also new, ne, nouveau. Und bei den anderen weiß ich nicht. Ja, sind die Figuren. Wo ist das? Das sind die, so groß sind die Figuren, ich kann es euch schnell zeigen. Ich nehme jetzt einfach mal her, den da. Mit dem passt gut drauf. Dann kommen wir nun zu der Rückseite. Hier das, er kann hoch die Waffe abfeuern, also hoch, runter. Die Füße kann auch bewegen. Hier die anderen Sets, also den da habe ich, den da habe ich, den da habe ich auch. Also hier das Clone Trooper Battle Pack 7913. Mandalorian Battle Pack 7914. Und hier unten der Battle of Naboo 7929. Und hier sieht man nochmal das gesamte Set. So. Kommen wir zuerst zu den Figuren. Wie gesagt, hier. Normaler Battle Droid mit Rocket Launchers. Von denen habe ich jetzt, glaube ich, 10 Stück. Ja, da mal, da macht 9 plus 1 macht 10. Aber ich will jetzt gar nicht mit meiner KOS-Armee bleiben. Ich wollte es euch nur mal sagen. So. Ziemlich schön. Ja, was kann man dazu schon groß sagen? Zwei normale Battle-Droiden. Mit normalen Händen. Also nicht mit zweimal sortierten Händen. Könnte es ja eigentlich auch wieder aufstellen. Dann haben wir hier Captain Rex. Also, so. Hier haben wir Captain Rex. Mit einer Antenne. Mit Pauldrons. Mit zwei Mini-Pistolen. Und mit Bart. Ich finde es jetzt super, dass sie den nochmal in ein Set gemacht haben. Ich freue mich auch schon riesig auf das andere Battle für nochmal. Ich glaube, es gibt nochmal ein Battle for Geonosis. Da ist Cody nochmal dabei, den wollte ich mir auch nochmal kaufen. Nur weil meiner ein bisschen riesig ist, sagen wir das so. Ich kann es ja nachher mal später in einem Update zeigen. Ja, hier haben wir Luminara und Ali, also Unduli. Wirklich sehr schön mit einem grünen Lichtschwert und selber im Untergrund. Ja. Wirklich sehr schön gemacht. Backprinting hat es keine und hier haben wir. Also die Mütze oder das Cape. Von hier. Auch wirklich sehr schön. Luminara und Uli hat zwei Gesichter. Einmal, wenn sie durch den Sand fährt, also mit dem Gesicht. Dann einmal das andere. Okay. Ziemlich ist es auch besser. Ja, so sieht es besser aus. Okay. Mal die Figuren weg.
So, das Beta, also das Beta-Bike, wie beim Grünen, ist das komplett gleiche. Also das Teil hier vorne und dass es in Rot ist. Sonst gibt es dazu eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Steuerung. Ja. Dann hier die Kanone. Wirklich sehr schön. Dieses Teil hier ist eins von den neuen. Ich glaube, ich habe noch nie ein graues Fass gesehen. Schön. Dieses Teil hier ist auch noch neu. Die Beine kann man bespielen. Also die Beine sind bewegbar. Hier vorne hat es zwei rote Lichter. Hinten kann man einen Droid dran setzen. Mal schauen, ich werde. Dann nehme ich gerade mal den schnell hier drüben. Ja. Perfekt auf Platz. Dann, ja, was noch Spezielles gibt, ich habe dieses Rad nicht vorn gemacht, also hier, ich habe es hier hinten gemacht. Durch das kann man es nach unten schwenken. Dann nach hinten. Dem. Und dann wieder nach vorne. Ich kann jetzt mal die Kanone demonstrieren. Auf die Schachtel schauen. Ich habe nicht geladen. Komm mal gut. Ja. So, genau. Die kann man hier vorne stecken, ohne dass dieses Teil hier abfliegen sollte. Ja. Muss ich jetzt nochmal richtig hinstellen. So. Ja. Gesehen? Und wenn man es jetzt noch von 2 Stunden zum Beispiel, was sagen wir mal, dann hätte ich ein gutes Ziel. Cat Bane spielt jetzt Ziel. Ja, so etwa. Jetzt knapp. Ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Ja, jetzt sollte es etwa funktionieren. Gesehen? Also ich finde dieses Set super. Ich gebe dem 5 von 5. Also auf meinem Kanal habe ich geschrieben, was 5 von 5 ist. Also 5 ist sehr gut. Gefällt mir wirklich super. Also nein, sehr gut ist 4. 5 ist fantastisch. Nichts zu bemeckern. Ich finde alles super. Ja, und das war's eigentlich schon wieder von meiner Seite. Das nächste Review wird über das The Battle of Naboo sein. Oder, ja, ich review einfach mal alle 2011 Sets. Ciao!